Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica mit mir, dem Robert, und dem CS dabei, der Paul. So wie immer. Ja, so wie immer, genau. Letzte Folge haben wir uns ja die Basis angeguckt. Und die, wie hieß die nochmal, welche Basis war das? Paul? Dritte. Die zweite Alien-Basis. Ja, was war denn, wie hieß die nochmal? Die erste ist ja die Vollstreckungsplattform, die zweite? Weiß ich nicht. Die Forschungsstation, und das haben wir herausgefunden, dass wir jetzt noch weiter runter müssen in die Aufbewahrungsstation oder sowas. Aber dafür müssen wir auf 1400 Meter. Dafür müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Deswegen will ich jetzt mal gucken, was ich alles brauche, damit ich dann weit runterkomme. Weil jetzt tauchen kann ich so weit, glaube ich, nicht. Ja. Wir müssen da unten ja in die Inactive und Active Lava Zone, wie wir nachgeguckt haben. Paul und ich. Ja. Und das ist sehr heiß da. Ich weiß nicht, ob ich einfach so rumschwimmen kann. Ich glaube, das ging nicht. Ich habe ein bisschen umgebaut hier drin. Deswegen muss ich mal eben gucken, was wir alles brauchen. Okay, das hier brauchen wir. Schieneffizienz. Schildgenerator klingt auch ganz gut. Kann ich auch nicht bauen. Also ich finde, dass ich da schon echt krass gelitten habe. Warte mal, was du machst. Paul schneidet im Hintergrund gerade ein anderes Projekt. Was erst später kommt, also Anfang des Kann ich Jahres. doch schon sagen, oder nicht? Willst du das schon sagen? Ja, wieso denn nicht? Das kommt doch nächste Woche Montag. Das hier ist für morgen. Ja, und das hier, was ich gerade schneide, ist für nächste Woche Mittwoch. Ich dachte, du fängst erst Und 2018 das. damit an. Ja, erster, erster. Ist Ach der ja, dann stimmt, schon? das ist erst in Wow, 2. der ist schon, dann hast recht. Echt jetzt? Ja, okay. Ist er schon in einer Woche? Ich glaube, der ist in 2 Wochen. Ja, der ist in 2 Wochen. Okay. Was brauche ich hier von Okay, denn also alles? in 2 Wochen kommt ein neues Projekt, was ich gerade am Schnibbeln bin. Und ich muss Robert noch eine angemessene Vergeltung Ja, aufbürden. ich hatte sehr viel Spaß beim Zuschauen. Ja, deswegen will ich jetzt was, wobei ich sehr viel Spaß haben werde beim Zuschauen. Okay. Und das Video, was ich vorher dafür ausgesucht hatte, ich habe echt nicht gedacht, dass das so schlimm wird, ne? Ja, also auf jeden Fall, ich muss jetzt sehr tief runter, dafür muss ich die Zyklopen ein bisschen updaten, mein Auge, und da die Seemotte so tief nicht fahren kann, die kommt auf maximal 900 Meter, muss ich den Krebsanzug mitnehmen. Und den muss ich auch noch ein bisschen updaten, dass der ein bisschen tiefer kommt. Was brauche ich denn dafür? Was brauche ich denn hier noch alles? Vielleicht brauche ich mir hier auch noch einen verstärkten Taucheranzug oder sowas. Kreislauf-Tauchgerät klingt auch ganz gut. Werkzeug, brauche ich da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, was brauche ich denn noch alles? Ja, am Schreien. Ja, ich weiß, dass du schreist, Paul. Also, ich könnte mich drauf freuen, das wird lustig. Welcome aboard, Captain. Was brauche ich hier noch? Hier das Kannst du mal Tauchtiefe. rein? Wo kriege ich Nickel her? Das kann ich einfach so abbauen, war das, oder? Ja. Findest du als Vorkommen große mit dem Krebsanzug kannst du die dann abbauen. Ich habe halt noch gar kein Nickel gefunden und ich brauche Nickel hierfür. Ich muss nämlich auch noch hier ein Krebstiefmodul bauen. Obwohl, da brauche ich auch Nickel für. Das ist natürlich blöd. Krebswärmereaktor klingt auch gut. Okay, da kenne ich die ganzen Zutaten aber noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kristalliner Schwefel, weil ich alles brauche. Ach du meine Güte. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen farmen, bevor wir los können. Ich weiß noch nicht, ob ich das drin lasse oder nicht, weil ich habe nicht ganz so viel Zeug, würde ich sagen. Also ist hier noch alles drin. Ne, nicht so viel. Ja, okay, ein bisschen was habe ich noch. Ich habe zumindest sehr viel Salz. Ja, das ist bei dir auch sehr gut aufgehoben. Ja. Brauchst nicht eher du Salz? So, wegen der Golfit-Folge. Ja. Die war auch sehr lustig. Nächste. Die kommt, glaube ich, am Wochenende. Nee, Die die könnt kommt ihr euch nächste Woche angucken. Sonntag. Was ist? Nächste Woche Sonntag.
Also da in 2 Wochen. Ja, nächste Woche. Der 31. Das glaube ich. Dann dauert das noch ein bisschen, aber ich würde euch freuen, die war auch sehr lustig. Ah, für dich. Ja, für mich war sie sehr lustig. Also ich gehe noch mal farmen, wir sehen uns dann gleich noch mal wieder. Ich guck mal, vielleicht finde ich ein Nickel. Ich habe Nickel gefunden. Ja. Krass. Paul, ich habe gerade Nickel gefunden. Da liegt ein kleiner Brocken hier unter diesem grünen Zeug rum. Kaum zu sehen. Das ist noch cooler. Da kristalliner Schwefel ist hier auch. Guck mal, was ich hier alles finde. Silber, Silber. Also okay, das ist echt fies versteckt. Ach, guck mal, hier ist Nickel. Oh, das ist... Okay, hier unten in den Höhlen findet man das. Das ist gut zu wissen. Ich weiß auch nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll ohne die Wurfhakenkanone. Das wird doch lustig. Ich muss sagen, der Arm hier, wenn du damit zuschlägst, der macht schon ziemlich viel Schaden. Wo weißt du das? Ja, weil ich die Krebsjäger hier mit einem Schlag töte. Vergessen, wie heißen die überhaupt? Hat die doch gar nicht gescannt, Höhlenkrabbler. Ratespur. Das lässt du. Boah, ich kann zurückboxen. Bei. Drei. Da. Da kommt übrigens auch einer ab hier, komm her. So, ich boxe mich hier durch, Paul. Du auch. Kommt noch einer. Du doch. Du auch. Hier, komm her. Da, alle reingehauen. Du auch noch. Hey, er will ein Schild mitnehmen. Ey, wo willst du hin? Ich will den bitte aufnehmen. Nimm den auf. Nimm den Schwefel auf. Danke. Und den Schwefel will ich auch mitnehmen. Aufnehmen. Aufnehmen. Dazu macht nicht das, was ich möchte, was er macht. Das hat Titan. Oh, hier ist ein Gelsack. Den brauche ich auch noch. Warum nimmst du das nicht auf? Stimmt das auch, warum? Nein, ich meine, du stehst halt die ganze Zeit davor und sagst aufnehmen, aufnehmen. Ich weiß nicht, warum der es nicht auf, das will mich ärgern. Guck mal, hier ist ein Abgrund. Wie tief geht's da denn runter? Will ich da runter, Paul, oder will ich da nicht runter? Weiß ich nicht. Ich glaube ja, ich will da nicht runter. Komm her, jetzt. Du da nicht runter? Ich komme ja nie wieder da raus. Ich muss mir noch die Wurfhakenkanone bauen. Die habe ich noch nicht dabei. Oh, da komme ich ja nie wieder raus. Was ist das da oben? Ah, Rubin. Erstmal scannen. Vielleicht scannt irgendwie das meiste nicht. Da ist noch einer. Komm her. Inventar voll. Was ist denn da unten so Interessantes? Sieht ja schon cool aus. Ich ärgere mich irgendwie gerade, dass ich die Wurffragenkanone nicht dabei habe. Problem ist halt, ich werde hier nie wieder rauskommen. So hoch kann der Anzug nämlich nicht springen. Das heißt, ich muss mir jetzt hier noch einen Punkt machen und gleich nochmal zurückkommen. Das ist ja blöd. Den Anzug jetzt verloren? Nee, doch steht er da. Ich weiß aber nicht, ob ich wieder rauskomme. Auch steht er hier. Wenn ich da runterspringe, komme ich aber nicht mehr raus. Deswegen muss ich mir gleich mal sowas bauen. Und ich hole mir gerade auch die Rubine, die hier sind. Den Diamanten lässt er einfach da. Ja, lass ihn einfach Snob. Schau mal, hier ist er noch, aber ich brauche ihn nicht. Ah, Nickel brauche ich gerade auch nicht mehr. Was ist das hier? Gerade brauche ich Rubine. Da ist der Diamant. 30 Sekunden. Habe ich noch 10 Sekunden, um zurück zum Krebs zu kommen.
So, hab's überlebt. War aber sehr knapp. Ich glaube, ich gehe langsam mal zurück. Da muss ich hier später nochmal herkommen. Ich finde blöd, dass er keine drei Arme hat, der Krebs. Warum Krebs sind nicht sechs Beine? Das ist nicht drin. Verschwinde. Ich kann boxen. Hey, aber ich habe was gefunden. Was haben wir denn da? Das habe ich hinter so einem Wasserfall versteckt. Guck mal, hinter so einem Giftfall. Ja? Das ist wieder so ein Portal. Lass mal nachgucken. Ist gerade hier wieder ein Portal. Oder so ein Ring. Was nehme ich denn als Berg? Ja, guck mal, ist wirklich wieder so ein Ring. Paul. Ich habe noch einen Ring gefunden. Der Silber brauche ich nicht. Aber kristallinen Schwefel nehme ich noch mit. Ich habe gesagt, du sollst den mitnehmen, nicht angucken. Endlich oben. Okay, jetzt geht es leichter als ich. Wag's nicht. Ich habe eine Faust. Jetzt komm zurück. Oder nicht. Du dürfte gerne ein bisschen schneller laufen, der Roboter. War jetzt eine halbe Stunde unterwegs. Okay. Dafür habe ich aber auch, glaube ich, das meiste gefunden, was ich brauche. Also. Das ist schon gar nicht so schlecht. Okay, was haben wir jetzt alles dabei? Dann gehen wir mal hier drüben. Okay, was brauchen wir jetzt alles? Ich brauche von hier gar nichts. Ja, wir müssen erstmal da unten Sachen bauen. Was brauchen wir denn alles? Mal nachgucken. Habe ich schon. Ist, glaube ich, nicht so wichtig. Hier von gar nichts. Hier brauchen wir was von. Und zwar den hier. Das weiterer Kabelsatz. 5 Fetal, Lithium und Benzol. Und der hier. Nickel, kristalliner Schwefel, Titan und Lithium. Okay, jetzt müsste ich ja alles haben. Oh, ich weiß nicht, ob ich Titan. Endlich muss ich noch Titan holen gehen. Okay, ich habe kein Titan. Also ich glaube, ich habe jetzt alles für auch den Wurf für die Wurfhakenkanone. Leider natürlich noch nicht. Habt ihr da weiter einen Kabelsatz vergessen zu bauen? Hast du gerade ein Messer geschärft? Oder was war das? Vielleicht. Ich hab doch gesagt, bevor ich das Spiel weiterspiele, schneide ich mir lieber den Sack ab. Achso. Damit das nicht so weh tut, ich nehme doch kein rostiges Messer. Kein rostiges? Das ist aber schade. Boah, ist das hell. Ich habe jetzt die Wurfhakenkanone. Was fehlt mir denn jetzt noch hierfür? Irgendwas musste ich ja noch mit rein. Ach, das Tiefenmodul habe ich vergessen. Okay, jetzt muss ich gleich noch dran bauen. Jetzt mal gucken, wie die Wurfhakenkanone aussieht. Die hat keine besonders große Reichweite. Warum habe ich 32-Bit-Programm? Ah, okay, das ist natürlich was cool. Der stärkste Schubtriebwerk ist natürlich auch um einige stärker jetzt. Boah, ist der Krebs schwer. Ach du meine Güte. Ich hatte auf den Zyklopen, auf den ganzen Zyklopen in die Tiefe gedrückt. Ha! Guck dir das mal an. Warte, ich sehe das jetzt. Warte. Ach du. Oh. Krass, oder? Du bist auch, man muss auch zugeben, dass du mit Schwung da drauf bist. Ja, das stimmt. Ich hing auch noch dran, also.
Was brauche ich nochmal für Plastahl? Weißt du das? Ich brauchte so ein Titan dafür. Vielleicht gleich mal reparieren. Ist ja kaputt gegangen dadurch. Der kann dadurch Schaden nehmen, ja. Okay. Den werde ich gleich sehen. Wie viel Schaden der dadurch jetzt bekommen hat. So, der Krebs ist jetzt aufgelevelt. Soweit wie ich den glaube ich brauche. Kann man das noch aufleveln? Wie viel gibt mir das eigentlich? Das ist. Gleich kommt mein Essen. Um 800 Meter, okay. Ich kann jetzt also auf 1600 Meter mit dem Krebs. Ich glaube, upgraden kann man das nicht mehr. Zumindest sehe ich das nicht. Ist ja eine Stufe dran. Stufe 1, okay. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da unten. Wo ist der Upgrade-Schacht? Kannst du ja zumindest jetzt mit dem Krebs auf die Tiefe, wo du. Also der Krebs schafft das, der ist upgraded jetzt. Oh. Ja, du kannst jetzt mit dem Krebs auf die Tiefen hingehen, wo du das Hitzeabwehrmodul findest. Was du ja auch noch brauchst für die aktive Lava-Zone. Ja, es wird lustig, da hinzukommen. Ja, wird auch lustig da zu sein, weil. So. Solltest dir mehr. Welcome aboard, Captain. All systems online. Aber was tust du? Ich hab versucht da reinzukommen. Also ich würde sagen, der Krebs ist fertig, der ist bereit. Das brauche ich jetzt mal für den Zyklopen. Welcome aboard. Okay, Plastahl und Rubin. Weiter dann Kabel, Satz und Energiezelle. Das baue ich mir, glaube ich, auch. Zwei erweiterte Kabelsätze brauche ich. Okay. Also erstmal zwei erweiterte Kabelsätze bauen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Deswegen würde ich sagen, beende ich die jetzt einfach mal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge war jetzt sehr viel Farm. Ich glaube, in der nächsten Folge müssen wir noch ein bisschen mehr Farm. Ja, mal gucken. Ich habe ja relativ viel rausgeschnitten vom Farm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Willst du auch noch Schau sagen, Paul? Lass ein Like da und ein Abo. Ich habe nämlich jetzt, glaube ich, dreimal Schau gesagt. Da sage ich noch viertes Mal Schau. Das war fünftes Mal. Tschüss. Ja, tschüss.